Hallo liebe Zuschauer, meine Damen und Herren, wir sagen Hallo und herzlich willkommen aus dem Indianerkulturzentrum von Friends United auf der wunderschönen kanadischen Insel Cape Breton in Nova Scotia. Wir sitzen hier, wir sind mitten in einem Seminar und wir sind ganz glücklich, dass in diesem Seminar uns diesmal begleiten Maite Itoiz aus Spanien und John Kelly auch aus Spanien. Herzlich willkommen. Maite ist ein Star in Spanien, sie ist Sopranistin. In Spanien kennt man ihren Namen, aber auch über die Grenzen hinaus. Maite, du hast ein großes Musikprojekt gestartet, zusammen mit deinem Mann John Kelly. Das heißt Elfenthal. Was macht ihr da? Elfenthal ist ein Projekt mit, es ist eine Mischung von Symphonic Rock, Celtic Rock, klassische Musik, Ballett, alles, das ich liebe, alles ist da auf der Bühne. Und wir haben das gemeinsam gemacht. Viel Jahre her hat er gesagt, Maite, ich glaube, du bist eine Produzentin. Und das wusste ich nicht. Aber er hat mir die Unterstützung? Ja, die Unterstützung, viele Jahre her. Und er war richtig und wir haben ein schönes, großes Projekt jetzt auf der Bühne. Wir haben euch auch hier schon einmal singen gehört, keltische Musik, die natürlich besonders gut hier auch herpasst. John Kelly aus der Kelly-Familie kennt man dich natürlich. Hier bist du jetzt in dem großen Elfenthal-Projekt und anderen Musikprojekten mit Maite zusammen. Keltische Musik, liegt die bei dir auch im Blut? Ja, ich denke schon. Also das war eine Einfluss, die kam bei mir so Anfang 80er Jahre, als wir in der Bretagne waren. Und dieser Einfluss hat mich, ist mit mir immer in die Reise gegangen. Und das habe ich auch ein bisschen in diese Rockoper einfließen lassen. Genau. Sehr schön. Wir sind hier mitten im Seminar, ihr seid dabei. Wir hatten das große Glück, man kann wirklich sagen, das große Glück, das hat es vorher noch nicht gegeben, dass der Chef-Indianer-Häuptling der Mi'kmaq-Indianer, Chief Morley, am ersten Abend eine Ansprache gehalten hat und über sein Volk und die Geschichte seines Volkes berichtet hat, das ja mehr oder weniger vertrieben wurde und viel Drangsal erlebt hat. John, wie sind diese Worte bei dir angekommen? Schwer, das auszudrücken mit Worten, ne? Aber es war sehr berührend. Ich glaube, für mich persönlich war es sehr berührend, weil es war das erste Mal, dass ich das so von erster Hand, diese Information bekam, ne? Ja, es kam sehr von direkt, ne? Da ist keiner zwischen, der das Info manipulieren kann oder. Und es hat mich sehr getroffen, weil ich habe da ein bisschen wir leben das baskische Volk, baskisches Land. Ihr, ne? Lebt im Baskenland. Genau. Ja. Und da, es gibt eine sehr ähnliche Geschichte auch. Und das hat mich auch sehr berührt. Und ich habe auch Maite beobachtet, sie war sehr berührt davon, weil sie hat das auch so. Ich glaube, die Völker, die auch diese Erlebnisse gelebt haben, verstehen das vielleicht tiefer, weil die haben das selbst auch, ja, Völker, die einfach gedruckt wurden oder verboten und so weiter. Ja. Maite, du bist ja Baskin. Du bist dort geboren und wie ich mitbekommen habe, auch aus Überzeugung echte Basken. Die Basken kämpfen seit vielen Jahrhunderten für ihre Unabhängigkeit immer wieder. Sie sind ja auch eine autonome Provinz. Als du Chief Morley gehört hast, wie John sagte, hast du Parallelen gesehen zu deinem Leben, zu deinem Volk? Ja, ja, es hat mir viel Herz? Ja, dein, ja. Herz? Weil, ja, wir haben eine sehr ähnliche Geschichte. Es ist nicht gleich, doch, aber es gibt Sachen wie zum Beispiel die Basken, Baskones, war ein sehr altes Volk. Und wir waren da in Spanien
wenn nichts war da, noch nichts war da. Und der Sprache ist so alt, dass die Wort Knife, Messer. Wenn du in Euskera sagst, auf Baskisch sagst, es meint cutting stone, Steine, oh, das, ja. So, das Sprache ist sehr alt und ja, wir hatten auch ein Problem, auch wir waren ein Königreich Navarra, Reino de Navarra. Es war ein Königreich, es war sehr groß und danach mit ein König hat gesagt, okay, ich gebe das Königreich in drei zu meine drei Söhne. Mhm. Und das Königreich war ein bisschen mehr aufgeteilt. Ja. Und da war es so. Und in die 16. Jahrhundert, die Kastilien und alle Königreiche hat Navarre genommen. Und es ist komisch, weil wir in Navarre als Kinder in generell, wir wissen das Geschichte nicht. Die Idee, dass Navarre war zusammen mit Kastilien und so, lala. Wir waren zusammen so, ja, normal. Mhm. Aber es war eine riesige Krieg und es war sehr schlecht und das ist komisch, weil wir wussten das wirklich nicht. Das ist, wenn du das when you want to know, du musst suchen. Das heißt, es wird nicht in den Schulen die Geschichte, wie sie gewesen ist, gelehrt. Nicht so viel. Wahrscheinlich eher eine politisch korrekte Geschichtserklärung. Ja, alles sehr so. Es gibt Frieden und alles, aber ja, es ist eine. Die Geschichte ist nicht so schön. Das ist natürlich eine große Ausnahme. Sowas gibt es in Deutschland überhaupt nicht. Da steht genau alles in den Geschichtsbüchern, wie es gewesen ist. Wir reden hier viel über Politik auch. Wir sprechen über die Situation in Europa. John, auch hier zeichnen sich ja durchaus Tendenzen ab, dass es sein kann, dass auch Europa, auch Deutschland in gewisser Weise zunehmend unter Druck kommt. Nehmt ihr das wahr? Könnt ihr sowas erkennen? Ja, also ich persönlich, ja, von jeder Seite. Es tickt. Ständig da, ne? Diese Angst in viele Menschen. Was glaubst du, wovor sie Angst haben? Die Angst wahrscheinlich, weil es kommt von jeder Seite, sagen wir so, diese Information, alles ja, wegen der Situation, so die ökonomische und die Arbeit und also alle diese Dinge, die... Es kommt Druck von allen Seiten. Ja, von allen Seiten, durch die Schule, durch... Und genau das macht das alles nur schlimmer. Das heißt, auf einer Seite es ist wahr, aber es ist gefährlich, denke ich. Ja. Weil dann der Vertrauen in die Menschen geht weniger, Druck, das kommt in die Familie rein. Man verliert diese Freiheit, innerliche Freiheit. Ne? Und das gibt einer die Zeit nicht, mit sich selbst zu arbeiten oder sich selbst befreien, sondern alles ist, wird Angst reingeschoben. Ja. Aber es ist auch eine Gefahr, diese Angst in den Menschen zu bauen, weil das kann explodieren. Ne? Das ist eine Aussage, die du machst, die man oft hört in letzter Zeit. Menschen bekommen zunehmend Angst. Ihr seid Musiker, ihr macht Musik, dass einem das Herz aufgeht. Habt ihr eine Empfehlung, ein Rezept, wie man sich bewahren kann, davor Angst zu haben und eine Form der inneren Freiheit sich zu erhalten oder vielleicht sogar sie freizulegen, Maite? Unsere Meinung ist, wir bleiben neutral. Wir bleiben sehr neutral in unserer Musik und zum Beispiel, es gibt viele... Weißt du, die Rechte, die Linke, die oh, es gibt immer ein bisschen Cocina siempre. Alle möglichen Parteirichtungen. Exakt. Ja. Aber für uns ist es sehr wichtig, die Person, der Individuum, der Individualität, der Mensch. Exakt.
Und jeder Mensch ist so, ist eine, hat eine Wahrheit da. Und wir spielen mit Liebe für alles. Wir versuchen, dass das ganze Publikum, das ist sehr breit, wie sagst du das? Breites Publikum. Breit gefächert. Wir haben fast alles da im Publikum, auch von kleinen zu sehr alten Leuten und auch alle Tendenz. Yeah. Und wir versuchen mit unserer Musik, wir spielen für alle da mit unserer direkt aus dem Herz. Ich weiß, es klingt ein bisschen, oh, you know, like very romantisch, aber es kann sein, ich glaube daran, dass es gibt eine Vibration. Eine Schwingung? Schwingung. Eine Schwingung. Und mit Musik, du kannst, es ist möglich, dass das ganze Publikum schwingen kann in eine gleiche Rhythmus. Und auf einer selben Ebene. Ja, es ist ein bisschen spirituell, du kannst das nicht sehen, aber man kann das fühlen und sehr, sehr stark. Und wir haben das gemerkt in unseren Konzerten und ich habe viel geweint nach Konzerten, weil es ist... Es ist wie Zauber. Wie ein Zauber. Ja, ich glaube, es ist eine Kraft, die da ist, die von oben kommt, vom Licht. Und das ist, diese Kraft kann man mit der Musik kann man das empfangen, kann man da reinschwingen. Und wir haben, ich glaube, das Glück, dass wir das erreichen können, diese Kraft zu empfangen. Und dann, das funktioniert bei uns. Und automatisch, das geht in den Menschen. Und wenn wir das Ergebnis sehen, das gibt uns wieder Kraft, die noch mal mehr zu geben. Und das ist so eine, es ist eine Sprache, die da, wo wir alle gleich schwingen können. Ne? Und es ist, auch wenn es nur Momente im Leben sind, aber das ist der Beweis, dass es ist möglich, in der gleichen Schwingung zu kommen. Ja. Nur wir haben uns mit dem Intellekt so tief, der Intellekt ist König geworden und lässt uns nicht in diese Schwingung reinkommen. Und ich glaube, wir haben dieses Glück, ich sage nicht, dass wir mehr in Schwingung sind, aber durch die Musik ist eine Art, ja, die hilft sehr, so schnell in diese Schwingung reinzukommen. Und das ist ein Glück, ist ein Geschenk. Ein Geschenk. Und wenn Menschen von alle verschiedenen Gedanken zusammenkommen in eine gleiche Schwingung, ob das politisch, Religion, egal. Und alle schwingen in der gleichen, ich nenne das diese Liebekraft. Und dann die Worte sind nicht mehr nötig. Ich habe eine gute Idee. Das passiert nicht oft, aber ich glaube, diesmal ist es eine gute Idee. Wir haben zufälligerweise eine Gitarre hier. Und wir könnten ja versuchen, nicht nur die Menschen hier im Kulturzentrum in Cape Breton in Schwingung zu bringen, sondern wir zeichnen das auf und es wird bei YouTube eingestellt und vielleicht jeder, der zuschaut und der euch jetzt hört, weil ich weiß, wovon ich spreche, weil ich die beiden zusammen hier schon erlebt habe, kann sich mit reingeben in die Schwingung und dann lasst uns einfach nach draußen strahlen und heilen, die Welt heilen. Habt ihr Lust? Okay. Ihr habt wahrscheinlich, nehme ich an, ein Lied parat, zufällig. Darf ich fragen, welches ihr spielen werdet? Vielleicht du, Maite. Okay. Erzähl mal. Wir spielen, es ist ein Lied, das viele Leute kennen. Es ist nicht von uns, es ist von einem Freund von uns, das leider gestorben ist schon. Aber er hat viele schöne Lieder gelassen. Und das ist ein Lied von Baskenland und es ist sehr wichtig für die Basken, aber ich glaube, es ist wichtig, es kommt vom Herzen und wir wollen just love geben with it, Liebe ausgeben. Ja, verbreiten, das versuchen wir. Wie heißt der Titel übersetzt? Churia Churi. Und was heißt das ungefähr?
Es heißt, ein Vogel ist ein Vogel. Ein Vogel ist ein Vogel. Die Vögel fliegen in die Freiheit und dieses Lied widmen wir jetzt allen Völkern, die unter Druck sind, unter Druck geraten und in welchen viele Menschen sind, die sich gerne befreien wollen durch das Licht und durch wunderschöne Schwingungen. Bitte. Nerea izango zen, ez zuen alde gingo. Ekoak ebak eban izkio, nerea izango zen, ez zuen alde gingo. Danke schön.